Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Ich wende mich ausdrücklich heute an meine Kollegen, an die Anwälte, an die Richter, an die Staatsanwälte, an die Juristen in den Verwaltungen, weil ich finde, dass heute genau der Tag ist, an dem wir alle irgendwie mit stockender Stimme unsere Morgennachrichten lesen müssten und feststellen müssten, ganz, ganz schwarzer Tag für das, was wir alltäglich machen, ein ganz dunkler Tag für die Justiz und ein bedrohlicher Tag für das, was wir alle tagtäglich tun. Und ich weiß, dass ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu großen Teilen das, was ich hier mache, nicht sonderlich mögt. Viele finden es zu billig, viele sagen, ja, das ist zu volkstümlich, das ist juristisch nicht korrekt, man muss das alles viel, viel genauer erklären. Viele sagen, es ist billig, es heischt nach Aufmerksamkeit und viele sind auch manchmal ein bisschen neidisch und sagen, ja, na gut, der will ja nur Mandanten bekommen. Nein, das will ich nicht. Ich will, dass wir als Juristen uns darüber im Klaren sind, dass das, was heute gestern durch die Entscheidung einer Staatsanwaltschaft passiert ist, die Amtsräume und das Privathaus eines Richters in Weimar zu durchsuchen und Beschlagnahmen vorzunehmen, ein Tabubruch in meinen Augen ist. Und zwar nicht, weil ich als Strafverteidiger nicht verstehen würde, dass das grundsätzlich funktioniert, sondern weil die Angemessenheit dieser Maßnahme ein Problem ist. Ich will aber trotzdem für die von euch, die nicht Juristen sind, erklären, was ich meine. Ein Familiengericht wurde angerufen, hat sich intensiv in Weimar mit der Frage beschäftigt, ob das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Schutzmaske im Unterricht für ein Kind eine Kindeswohlgefährdung darstellt. Der Richter ist in seiner Entscheidung unabhängig. Er ist nur Recht und Gesetz unterworfen, hat einen Eid geleistet. Und dieser Richter hat in seiner unabhängigen Entscheidung gesagt, in dem mir hier vorgetragenen Fall, den wir alle nicht kennen, den keiner von uns allen kennt, sehe ich das Kindeswohl durch die Anordnung zum Tragen einer Maske als gefährdet an. Das ist seine gottverdammte Pflicht als Richter in der Bundesrepublik Deutschland. Das hat er gemacht. Und um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, Rechtsbeugung oder Ähnliches zu begehen, hat er dieses Urteil auch noch begründet auf, ich meine, 178 Seiten. Das hat er getan, das hat er gemacht. Dieses Urteil ist anfechtbar, es ist nicht rechtskräftig, es kann in den Instanzen angegriffen werden und so weiter. Was es nicht kann, es kann nicht durch ein Verwaltungsgericht aufgehoben werden. Und ihr, liebe Kollegen, ihr wisst das ganz genau. Ihr seht in den Zeitungen die Schlagzeilen, Verwaltungsgericht hebt Urteil des Weimarer Familiengerichts auf. Das geht nicht, das ist Demagogie, es ist gelogen, es ist nicht wahr. Und dieses Verwaltungsgericht mag entscheiden, was es will, aber der Rechtszug am Familiengericht ist noch nicht beendet. Dort muss entschieden werden. Und eine Rechtsbeugung kann es ja nur dann sein, wenn ich als Richter vorsätzlich geltendes Recht missachte. Ihr könnt, wenn ihr keine Strafrechtler seid, mal den Paragraphen euch angucken und dann werdet ihr interessanterweise feststellen, dass das, was hier passiert, dieser Vorwurf, der darf natürlich erhoben werden, na klar. Aber was sollte denn für eine vorsätzliche Rechtsbeugung sprechen bei einem Richter, der sich die Mühe macht, derart ausführlich zu begründen? Und nun nochmal an euch, liebe Kollegen, in einer 180-seitigen Urteilsbegründung, die mir im Übrigen vorliegt und die mittlerweile auch in den sozialen Medien kursiert, in einer 180-seitigen Urteilsbegründung finde ich doch alle Hinweise auf eine mögliche Rechtsbeugung eines Richters, die ich brauche. Was soll es jetzt bringen, dessen Räume zu durchsuchen, dessen Handy zu beschlagnahmen? Die Staatsanwaltschaft wird argumentieren, ja, es könnten sich Hinweise ergeben auf eine möglicherweise dahinterstehende Gesinnung, auf einen bereits vorab gefassten Vorsatz, Rechtsbeugung zu begehen. Und genau das ist das Problem. Wenn wir anfangen, die Gesinnung unserer Richter zu durchschnüffeln, dann sind wir da, wo wir am Volksgerichtshof waren. Dann ist das keine rechtsstaatliche Justiz mehr. Die Staatsanwaltschaften sind weisungsunterworfen. Sie machen das, was die Justizminister ihnen sagen. Und ich habe gar nicht das Problem, dass ein Staatsanwalt diese Anordnung trifft, wenn er es muss, muss er es halt machen. Ich habe halt ein Problem damit, dass ein Justizminister das zulässt, dass die Behörden wissen, was sie tun und es trotzdem tun. Sie schüchtern uns nämlich ein. Sie schüchtern uns Richter ein. Sie drohen den Richtern damit, Verfahren zu bekommen wegen Rechtsbeugung. Sie drohen am Ende auch uns Anwälten damit. Man wird dazu kommen, dass man von uns politische Systemtreue verlangt, dass man von uns Zurückhaltungsgebot verlangt. Man wird versuchen zu verhindern, dass kritische Stimmen in der Justiz überhaupt noch gehört werden. Und ich habe das Gegenbeispiel erlebt. Ich habe darüber berichtet. Ich habe das Beispiel erlebt von einem Familienrichter, von einem Strafrichter, von einem Jugendrichter am Amtsgericht Schweinfurt. Diesmal sage ich es richtig. Der Richter hat mittlerweile sicher auch Kenntnis davon, dass ich ihn auch angezeigt habe, der in meinen Augen auch eine Rechtsbeugung im Amt begangen hat, in die ganz andere Richtung. Er hat sich die Kompetenz angemaßt, die Kompetenz eines Familiengerichts. Er hat in einem strafrechtlichen Urteil, in dem Fall in einer Verhandlung, die dann nach 47 JGG eingestellt worden ist, das Kind, das vor ihm saß, den Jugendlichen, die Jugendliche,
schwerst bedroht, unter Druck gesetzt, hat ihm erzählt, dass die Mutter nicht erziehungsfähig sei, dass er davon ausginge, dass wegen erheblicher Zweifel an der Erziehungsfähigkeit das Kind der Mutter weggenommen werden würde, dass er in Obhutnahme durch das Jugendamt droht und er die Akte dem Familiengericht vorlegt und dass er sich sicher ist, dass das Familiengericht dieses Problem genauso sieht. Das ist Rechtsbeugung. Weil das unwahr ist und so nicht geht. Das ist nicht begründbar und das ist nicht durchsetzbar. Und ich bin gespannt, ob die Staatsanwaltschaft mit gleichen Mitteln vorgeht. Ob auch der Jugendrichter in Schweinfurt übermorgen eine Durchsuchung seiner privaten Geschäftsräume hinzunehmen hat. Ob seine Handys beschlagnahmt werden und ob man versuchen wird, ihm irgendwas anzuhängen, was seine Gesinnung angeht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir als Juristen, als alle Juristen, in unserer Gesinnung nicht mehr unabhängig sein dürfen, wenn unsere Gesinnung zum Maßstab unseres juristischen Handelns gemacht wird, dann sind wir tatsächlich nicht mehr in einem Rechtsstaat. Und ich weiß, dass es vielen von euch so geht, dass ihr das Gefühl habt, wie ein Baggerfahrer, der jeden Tag baggert und arbeitet, so habt ihr auch das Gefühl, wir arbeiten und es ist alles ganz prima, aber es schleicht sich so der Verdacht ein, wir tun vielleicht nur noch so, der Bagger ist schon längst weg, unser Arbeitsgerät ist schon längst weg. Wir bewegen zwar die Hände noch so, als hätten sie Hebel in der Hand, wir gucken noch so, als würden wir noch wissen, was wir tun, aber so richtig hat sich doch der Verdacht längst eingeschlichen, dass wir als Juristen in diesem Land sehr, sehr hart an der Grenze dessen sind, was bedeutet, dass man uns unser Arbeitsmittel, den Rechtsstaat, schon fast weggenommen hat. Wenn wir nicht mehr unabhängig arbeiten dürfen, dann brauchen wir gar nicht mehr arbeiten. Das muss man klipp und klar so sagen. Eine unabhängige Justiz in jeder ihrer Ausprägung, vom einfachsten Rechtsreferendar oder Anwalt bis zum höchsten Richter am Verfassungsgericht, ist der Garant dafür, dass die Legislative und die Exekutive nicht tun und lassen, was sie wollen, dass wir hier keine Diktatur haben. Und nur diese unabhängige Justiz, die unabhängige Justiz, ist der einzige Garant für freiheitliche Grundrechte. Und deswegen mein Appell, es ist jetzt an der Zeit, sich zusammenzuschließen. Ich glaube, die Anwaltskammern, die Anwaltsvereine, die Richtervereine, der Richterbund, es ist so weit, die Stimme zu erheben. Die Menschen erwarten von uns Führung. Die meisten Menschen haben nicht Jura studiert. Die denken, weil wir das können, weil wir wissen, wie ein Staat funktioniert, können wir ihnen helfen. Die erwarten Hilfe. Das ist der Grund, warum so viele Menschen mir zum Beispiel auf meine Videos schreiben. Nicht, weil ich besonders toll bin oder was weiß ich, sondern weil ich mit einfachen Worten zu der Verantwortung stehe und das auch zukünftig tun werde, zu sagen, wir als Juristen müssen, auch wenn wir nicht dafür bezahlt werden, unseren Job machen und diesen Rechtsstaat verteidigen. Und das ist meine Bitte. Ja, macht das so. Setzt euch zusammen in den Vereinen. Es spielt keine Rolle, welche politische Gesinnung oder Richtung dahinter steht. Es steht nur eins dahinter. Wir haben alle einen Eid geleistet. Wir haben alle Jura studiert. Wir wissen um die Bedeutung des Rechtsstaates. Und wenn selbst unsere Richter mittlerweile auf derartig billige Art und Weise unter Druck gesetzt werden, das blüht uns allen. Könnt ihr euch frisch machen. Was denkt ihr denn, wie das ist? Jeder missliebige Staatsanwalt wird das Gleiche haben, der wird Dienstverfahren kriegen. Jeder Anwalt muss mit Durchsuchung rechnen. Und ihr Juristen, ihr wisst doch, was das bedeutet. Beschlagnahme unserer Handys, alle Kontaktdaten weg, Beschlagnahme unserer Computer, Fristen werden versäumt. Das sind die Druckmittel, die man verwendet, um politisch missliebige Personen innerhalb der Justiz mundtot zu machen und am Ende einen zu bestrafen und alle anderen zu erziehen. Und genau das dürfen wir Juristen nicht zulassen. Erhebt eure Stimme, bitte, 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 unabhängig von Sympathien oder Antipathien. Jetzt ist der Moment, wo wir Juristen in meinen Augen nicht mehr schweigen dürfen.